Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Ich habe 96 Kleeblätter gepflückt. Einige sind dreiblättrige, andere sind vierblättrige Kleeblätter. Ich zähle insgesamt 293 Blätter. Frage: Wie viele vierblättrige Kleeblätter sind vorhanden? Nennen wir x die Anzahl vierblättrige und y die Anzahl dreiblättrige Kleeblätter. Was wir suchen, ist die Zahl x. Da ich insgesamt 96 Kleeblätter gepflückt habe, gilt x plus y gleich 96. Da ich insgesamt 293 Blätter zähle, gilt 4 mal x plus 3 mal y ist 293. Diese zwei Gleichungen mit den zwei unbekannten x und y müssen gleichzeitig erfüllt sein. In der ersten Gleichung können wir x an die andere Seite vom Ist-Zeichen setzen und erhalten so, dass y 96 minus x sein muss. Und in der zweiten Gleichung können wir y durch diese Differenz ersetzen. Und so haben wir eine Gleichung mit der einzigen unbekannten x, die Zahl, die wir suchen. Wir verteilen hier diese drei auf diese Klammern. Links haben wir dann 4x minus 3x, das heißt x. Und diese 288 setzen wir rechts von diesem Ist-Zeichen. Und so erhalten wir, dass x 293 minus 288, das heißt 5 ist. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 5. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.